Ende des letzten Jahres wurden in Österreich die Antigentests, auch bekannt als Selbsttests, eingeführt. Schon damals warnte die FPÖ vor der Ungenauigkeit dieser Tests. Und jetzt muss man sich fragen, was ist die Basis dieser ganz massiven Eingriffe? Und da bin ich bei diesem Test, beim Antigentest. Und ich habe mir das gestern extra rausgesucht vom Robert-Koch-Institut, damit nicht irgendjemand wieder sagt, das sind die Aluhutträger. Ich habe nur nachgesehen, wie groß die Treffergenauigkeit dieses Antigentests ist. Und da gibt es den Begriff positiver Vorhersagewert. Positiver Vorhersagewert ist nach der Definition des Robert-Koch-Instituts folgendes: Eine Person hat ein positives Testergebnis. Wie wahrscheinlich ist sie tatsächlich infiziert? Was glauben Sie, wie hoch der Prozentsatz liegt? Der Prozentsatz bei diesem Test liegt bei ganzen 28,7%. Das heißt, mehr als 2/3 der positiv Getesteten sind falsch getestet. Und um mit diesem Mittel angeblich Infizierte aus dem Verkehr zu ziehen, gibt es einen Großangriff auf die Grund- und Freiheitsrechte in Österreich in einer noch nie dagewesenen Dimension. Wie bei jeder Kritik an den Corona-Maßnahmen wurde die FPÖ erstmal schlecht gemacht. Dabei war schon Ende 2020 klar, dass die Herstellerangaben in der Realität nicht standhalten oder dass jeder zweite Antigentest in Wien falsch positiv angeschlagen hatte. Dennoch gab die Regierung Millionen für Antigentests aus und feierte sich für die Abhaltung von Massentests selbst. Jetzt, wo der Gesundheitsminister das Ende der Selbsttests vorbereitet, schwenkt plötzlich der vermutlich bald türkis umgefärbte österreichische Regierungsfunk, auch bekannt als ORF, um und muss eingestehen: Jetzt weiß man aus Statistiken, dass diese Antigentests etwa 40% der Infizierten übersehen. Sind die überhaupt zuverlässig genug? Wer hätte das vorhersehen können?